Hey und herzlich willkommen zurück zu Let's Play RimWorld. Ja, wir sind wieder oder immer noch hier. Und ja, es sieht alles viel besser aus. Unsere Leute sind glücklich, wir haben Essen. Die Nudisten rennen nackt durch die Gegend, über die Felder und Wiesen. Natürlich ist alles ein wenig überschattet immer noch von dem Tod des einzig wahren Chips. Aber das Leben geht weiter in unserer Kolonie. Und ja, abgesehen von den Leichenbergen, die hier so nebenliegen, aber ansonsten, ja, es läuft. Erstaunlicherweise. ja, ich würde sagen, wir versuchen jetzt mal hier unseren Neuzugang alles anbauen zu lassen. Ich meine, sie ist ja wirklich erstaunlich schnell, was das angeht. Hat ja schon jede Menge hier angebaut und ja. Das ist irgendwie echt cool alles. Ansonsten mal gucken, ob er das vielleicht tatsächlich schafft, hier uns ein paar Dromedare anzulachen. Und ansonsten, ja, läuft. Was könnte man denn hier noch alles so... Warte, wir haben da einen. Warum haben wir da ein Drogenlabor und bauen hier noch ein Drogenlabor? Okay, das habe ich irgendwie nicht mitbekommen. Gut, wir brauchen... Oh, die brauchen Medizin, um Medizin herstellen zu können. Ja, das ist ja doof. Methadone, was war das? Ups. Details, was war das nochmal? Was tut es? Oh Gott. Ich glaube, es war irgendeine Droge. Ich kann da gar nicht gucken, was Methadone ist, ne? Muss ich beim nächsten Händler mal gucken, was das tut. Aber ansonsten, stimmt, haben wir schon einen. Wir haben einen Arbeitsplatz. Dann ein paar Joints herstellen. Keine Ahnung. 100? 200? 250? Keine Ahnung. Das sollte wahrscheinlich erstmal reichen. Ich muss nur dafür sorgen, dass die das dann nicht selber rauchen, sondern dass ich das verkaufen kann. Denn die sind eigentlich alle glücklich genug, dass sie keine Joints brauchen. Und das Geld, das wäre schon ganz nett so. So insgesamt. Wo ist denn unsere Nudistin Nummer 2? Ach, ich habe langsam, ich wollte gerade schon sagen, warum sie denn so langsam da Sachen anbaut. Das wäre ja gar nicht, würde ihr ja gar nicht ähnlich sehen. Ja, der baut hier coole Sachen vor sich hin. Ach ja, du kannst ja nochmal versuchen, den zu behandeln, ob das funktioniert. Immerhin lernt er, glaube ich, dadurch einiges an Medizin. Ja, sogar ziemlich viel. Von daher sollte ich ihn eigentlich sogar recht viel den anderen behandeln lassen, solange bis es dann wirklich funktioniert. Zumindest bis er sein Tageslimit an Lernen erreicht hat. Weil das ist schon echt cool, wenn der noch ein paar Levels irgendwie dazu bekommt. Bevor irgendwer mal eine richtig schwere Krankheit hat, damit er dann auch irgendwas tun kann dagegen. Können wir eigentlich schon so Dinge bauen wie das da? Können wir? Oh, hat das funktioniert oder sind die einfach alle weggelaufen? Wer braucht denn Behandlung? Du immer noch. Okay, dann hat es vermutlich nicht funktioniert. Ja, nicht. Naja, okay. Gut. Aber er hat auf jeden Fall eine Menge dadurch gelernt. Die Vitalmonitoren wären auch schon mal ganz cool, wenn wir die da hätten. Was haben wir denn alles sonst noch? Ah, wir könnten ein richtiges Bad mal bauen. Theoretisch. Ist die Frage, wo wir das hinmachen. Vielleicht hier einfach rein, wo jetzt ja quasi auch schon das Pseudobad ist.
Ich meine, immerhin braucht jetzt keiner mehr das Ding hier. Ja. Vielleicht mache ich hier so eine Raumtrennung rein. Das waren Strukturen. Okay. Ach, wir haben keine Blöcke mehr und darum kann ich jetzt das auch nicht auswählen. Klar. Oh, hey. Irgendwie habe ich gar nicht mitbekommen, dass es geschafft hat, da ein Tier zu kehren. Ein bisschen Wololo. Oh, die anderen sind auch weg, oder? Ich sehe jetzt mehr. Ah, da unten sind sie noch. Mal gucken. Aber eins ist auf jeden Fall schon mal nicht schlecht. Dann haben wir hin und wieder ein bisschen Milch. Hallo. Möchtest du potenziell vielleicht Mitglied unserer Kolonie werden? Fragezeichen. Ich meine, du hast keine guten Werte, aber ich kann sie wahrscheinlich auch gar nicht irgendwie überreden. Naja. Ich könnte sie angreifen und gefangen nehmen und dann überreden, aber ich glaube, das ist es nicht wert. Und man hat sogar schon 30% Milchfüllung. Was könnte man noch tun? Hier ist auch schon fast alles voll. Wir brauchen eigentlich gar nicht so viel Essen, wie wir jetzt angebaut haben. Das war hier nochmal. Ach, Hopfen und noch mehr Drogen. Oh, schon wieder ein Überfall. Wir werden den Angriff vorbereiten. Das ist eine Pistole, die ich da sehe. Und was ist das? Ein Sturm. Ein Sturmgewehr. Aber immerhin, ein Sturmgewehr habe ich noch nicht. Das soll, glaube ich, an. Soll das auch an? Na, mal gucken, wo die sich vorbereiten, ne? Ja, dann soll das auch an. Stimmt, weil hast du irgendwie eine Waffe oder sowas? Wahrscheinlich nicht, ne? Dann, ne, Brandgeschosswerfer-Dings ist doof. In was bist du denn gut? Oh, eher ein Nahkampf. Aber ich glaube, sowas wie so eine Maschinenpistole oder so wäre da doch angemessener. Achso, ja, du darfst einmal schnell das da. Oder erstmal das da anschalten gehen. Ah, das. Und dann einmal das. Und dann einmal das da. Genau. Und dann kann er sich eigentlich schon mal da hinstellen. Mal gucken. Vielleicht kriegt er schon... die ist schnell. War das eine gute Idee? Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee war. Ah, sie kann schießen. Er kann nicht schießen. Das ist nicht gut. Okay. Sturmgewehre sind doof. Dann warte ich doch lieber auf einen potenziellen Angriff. Ah, dann kann er einmal kurz den verarzen. Nicht das, sondern... Wo soll es den verarzten? Da, so. Genau. Störung. Okay. Darum kümmern wir uns später. Okay. Hier dürfte ich dann alle... Greifen sie denn an? Oben oder unten? Links oder rechts? Wollte ich eigentlich sagen. Okay.
Der wird eigentlich hier relativ schnell wahrscheinlich down sein. Ja, genau. Und dann fließt sie. Sehr gut. Obwohl sie auch schon echt kaputt ist. Was hat sie denn für einen Charakter? Ja, jetzt auch nicht so toll, ne? Und der ist tot, da ist egal. Gut, dann niemanden rekrutieren. Auch okay. Dann alles wieder ausmachen. Schön Strom sparen. Du machst das aus und du machst das hier hinten aus. Gut, dann haben wir das auch überlebt. Warum kommen die eigentlich immer wieder her? Die müssen doch mittlerweile wissen, dass hier nur Leute sterben. Die versuchen es immer wieder. Eine Schande. Aber okay. Achso, ja, richtig. Die Dinger sind ja auch noch da. Okay, was macht die anderen Leute? Du trägst Stahl und baust das da. Okay, und sie baut wieder Kram an. Okay, ja, kann ich mit leben. Das sind alles Dinge, die in Ordnung sind, glaube ich. Wobei er echt auch mal Kalkstein bauen könnte. Theoretisch. Ah, dafür habe ich ja eigentlich eh keine, nicht genügend Zeug. Raumschiff. Das ist sehr gut. Dann haben wir nämlich vielleicht genug Zeug. Ach ja, das muss ich auch noch niedriger stellen. Ja, genau, dann haben wir nämlich auch ordentlich Kälte da drin. Dann darf er vielleicht mal tatsächlich das hier hinten abbauen. Damit wir wieder ein paar mehr Dinger haben. Was mache ich jetzt eigentlich mit diesen ganzen Leichen hier? Weil irgendwie ist das ja schon unschön, dass die hier rumliegen. Ich könnte hier diese Verbrennungsanlage bauen, ne? Habe ich die überhaupt schon erforscht? Bin mir gerade gar nicht sicher, wo die drunter war. Unter Vergnügen. Wahrscheinlich. Das war's alles nicht. Dann habe ich die wahrscheinlich noch gar nicht erforscht. Ja, okay, das dauert noch ein bisschen. Erstmal der Schmelzofen, der wahrscheinlich auch gar keine so schlechte Idee wäre. Dann Feuerbestattung. Ja, das wäre, glaube ich, eine ganz gute Idee, das zu erforschen. Weil das ist irgendwie auch doof, wenn die da die ganze Zeit diesen Leuten hier über den Weg rennen und dann irgendwie schlechte Laune bekommen und sowas. Ansonsten kann ich ja nochmal diese Lagerzone hier etwas erweitern. Ja, jetzt geht's dem nämlich ganz doll schlecht, weil er ganz viele Leute da gesehen hat, die verrottet sind. Das ist natürlich alles nicht so schön. Oh je. Ein verrücktes Tier. Ein Riesenskarabäus. Den gehst du mal abschießen. Dann machen wir das. Und dann sage ich dir doch mal wieder, dass er vielleicht die anderen Sachen nur so als zweite Priorität hat. Und dann doch wieder forschen als Erste. Das kann er immerhin als Bestes. So grundsätzlich. Ja, schieß mal lieber. Genau. Gut, jetzt ist er aber leider ein bisschen kaputt gegangen. Boah, du hast dich aber echt oft beißen lassen.
Naja. Dann kann unser Arzt wieder ein bisschen üben. An einem lebenden Objekt. Wie gut bist du denn mittlerweile? Immer noch fünf. Naja, gut. Aber bald hat er dann zumindest sechs. Dann könnte er schon irgendwie sowas wie Experte sein oder so. Nee. Experte ist, glaube ich, erst ab 10 oder so. Aber okay. Aber vielleicht ein Level schafft er zumindest schon mal noch. Heute. Ich hätte ihn ja echt gerne so auf 10 oder so, damit irgendwer irgendwas tun kann, quasi wirklich. Weil erfahrener Amateur ist jetzt zugegebenermaßen irgendwie nicht so das, was man als Arzt haben will. Vor allem, wenn man irgendwie, keine Ahnung, Krebs hat oder so. Wobei in diesem Spiel ja theoretisch Krebs irgendwie gar nicht mal so schlimm ist, wie jetzt zum Beispiel so eine Infektion oder sowas. Gut. Unsere andere Frau baut Drogen an. Ja. Okay. Na, dann haben wir sogar, glaube ich, alle unsere Anbauflächen bestellt. Cool. Was macht sie dann eigentlich? Eigentlich kann sie ja nur Sachen anbauen. Vielleicht kochen. Was kannst du denn noch so? Kunst, Bergbau. Naja. Ah, die findet schon was, was sie tun kann. Ah, vielleicht sollte ich auch mal diese Betten hier. Das wollte ich eigentlich nicht. Eigentlich würde ich das hier abbrechen. Die vielleicht erst machen, wenn wir Krankenbetten haben, richtige. Sehr müde. Okay, und du verhungerst ja dann. Dann isst doch was. Du wurdest gebissen von einem Skarabäus. Das heißt nicht, dass du sterben musst. Manchmal vielleicht schon, aber in der Regel heißt es nicht, dass er sterben muss. Zumindest, wenn es sich nicht irgendwie infiziert oder so. Stimmt, was ist eigentlich mit unserem Bauteile-Lager hier unten geworden? Ach so, ja, okay, die Bauteile liegen jetzt einfach hier. 9 Stück. Nicht schlecht. Wo bist du? Du bist da oben und schaust den Wolken zu. Wäre es mal ganz cool, wenn du das da mitbringen könntest oder nach Hause bringen könntest, damit die nicht kaputt gehen. Bisschen Milch. Sehr schön. Warum essen diese Dromedare immer Blumen? Also die Blumen im Haus. Wir haben so viel Kram draußen rumliegen. Aber naja. Okay, was machst du jetzt? Ich habe erst gelesen, ist Riesenkaktus. Das wäre irgendwie ein bisschen merkwürdig gewesen. Aber stimmt, die Kakteen haben wir ja auch noch. Okay, Durchreise. Oh, die hätte ich auch gerne. Ja, es wäre irgendwie schon cool, wenn wir noch so eine Person finden würden oder so, die sich uns anschließt, die vielleicht, keine Ahnung, irgendwie Arzt ist oder so. So, am besten so mit 15 oder vielleicht sogar 20. Das wäre ein Traum. Naja, wir müssen uns damit um unseren komischen, den Fußlosen begnügen. Aber denen geht's eigentlich erstmal so echt ganz gut. Irgendwann müssen wir ihm auch noch einen künstlichen Fuß oder ein künstliches Bein wieder ansetzen, damit er wieder ordentlich rennen kann. Irgendwas Bionisches. Ich glaube, das muss ich auch erstmal erforschen. Oder? Da. Das sieht alles nicht so aus, als wäre das irgendwas in der Richtung.
Drogenherstellung, anderer Kram. Okay. Ach, wahrscheinlich, man kann die wahrscheinlich nur kaufen, ne? Ich habe nämlich ein paar Mods in meinem anderen Spielstand reingetan, wo ich die quasi selber bauen kann, so bionische Körperteile und sowas. Das ist eigentlich ganz cool. Aber im normalen Spiel ist das dann wahrscheinlich tatsächlich so, dass man die nur kaufen kann. Das wird teuer. Ach ja, ich wollte ja immer noch eigentlich ein Bart machen. Haben wir jetzt... Wir haben jetzt sogar Kalksteinblöcke. Dann versuche ich das mal da so zu machen. Hier unten so eine kleine Tür. Und vielleicht ja so ein Ventilator-Ding. Nicht Ventilator, aber Lüftung, das wollte ich sagen. Und dann können wir da... Störung. Doof. Aber dann können wir auf jeden Fall da so sowas hier reintun. Ja, okay, jetzt ist das Bad irgendwie viel zu riesig. Aber... Naja. Vielleicht mache ich dann irgendwann mehrere von den Sachen da rein. Oder so. Das ist jetzt kein schönes Badezimmer, aber... Aber gut. Vielleicht. Oder die Wand. Und dann machen wir das da weg. Irgendwie sieht das alles nicht so hübsch aus hier. Es ist echt zu groß geworden. Fast so groß wie so ein eigenes Zimmer oder so. Machen wir hier schon mal so vorsorglich Leitungen lang. Und dann machen wir da hier so ein Ding. Das ist auch viel zu riesig. Ja, Interaktionspunkt. Eigentlich wird das ja schon ein Platz reichen dafür. Eigentlich würde es wahrscheinlich sogar reichen, wenn ich hier unten dann irgendwie so eine Wand reinziehe und da dann ein winzig kleines Bad reinmache. Aber das wäre ja irgendwie auch unschön. Na, machen wir es erstmal so. Vielleicht das hier weg. Und dafür hier oben so. Das macht es irgendwie nicht sehr viel besser, aber egal. Vielleicht stelle ich irgendwann nochmal so 20 Dinger davon rein. Stimmt, da fällt mir noch ein. Theoretisch könnten wir auch mal anfangen, so Böden und sowas zu machen. Damit die endlich ihr Zuhause schöner finden. Wir haben sogar recht viel Silber. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das jetzt alles für sterile Fliesen ausgeben will. Weil ich normalerweise eigentlich immer das gesamte Krankenzimmer mit sterilen Fliesen auslege. Ah, warum sind denn jetzt überall Störungen hier? Und auch niemand, der die irgendwie wieder wegmacht. Oder repariert, wie man so schön sagt. Okay, dann vielleicht fangen wir mal an mit so einem hübschen kleinen Teppich hier einfach in unserem Hauptraum. Falls irgendwann jemals irgendwie Zeit haben sollte, sich darum zu kümmern, wäre das, glaube ich, eine coole Sache. Genau. Oh, es ist schon wieder Erntezeit. Oh, wir haben auch gar nicht mehr so viel zu essen. Tatsächlich. Okay, sehr gut. Der Schmelzofen ist fertig. Dann machen wir die Feuerbestattung. Und dann können wir einfach so einen Ofen hier irgendwie so hinklatschen. Und dann können die erstmal die ganzen Leichen verbrennen gehen. Ich glaube, das ist eine gute Idee.
Irgendwer hat sehr fleißig abgebaut. Stahl und so. Hier oben war auch noch da, genau. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ach, ich habe ihn jetzt gar nicht üben lassen. Na, egal. Sechs hat er jetzt auf jeden Fall schon mal. Nicht 600. Okay. Also er kann zumindest schon mal was. Angesichts dessen, dass er irgendwie so mit 2 oder 3 angefangen hat, ist das eigentlich schon mal ganz gut. Und dass er eigentlich absolut kein Interesse daran hat, was er tut. Okay. Wie sieht's mit den Bäumen aus? Okay, die brauchen noch einiges an Zeit. Oh, noch. Das ist cool. Ah, nicht wegtragen. Abreißen. Das machen wir dann direkt mal, glaube ich. Denn da kommen sicherlich jede Menge Bauteile raus. Und die reichen wahrscheinlich sogar für alles, was wir jetzt noch offen haben. An Bauteilkram. Das ist sehr cool. Ja, komm, jetzt können die Störungen auch echt mal aufhören. Das ist sehr, sehr cool. Direkt 3 Stück. Ja, eine sehr gute Ausbeute an Bauteilen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ach ja, das war der komische Bucket. Das sollte dann vielleicht auch jemand schnell mal reparieren hier, weil irgendwie das mit unserem Strom sieht gerade auch nicht so gut aus. Wir sollten echt mal das hier fertig kriegen, glaube ich. Ja, komm, das kann er ja eigentlich mal eben machen. Damit wir da zumindest ein bisschen mehr Strom haben. Genau, und sie macht das wieder. Oh, da oben ist ja jede Menge Kram. Sehr gut. Dann haben wir auf jeden Fall auch genug zu essen. Vorerst. Es ist schon Herbst. Krass. Ah, dann können wir leider wahrscheinlich bald nicht mehr so wirklich Kram anbauen. Aber vorerst haben wir, glaube ich, genug zu essen. Wir haben ja jetzt auch 2 Dromedare sogar. Oder haben wir mehr? Ne, wir haben 2. So. 2 Dromedare sind besser als kein Dromedar, würde ich sagen. Was machst du so? Du kochst so vor dich hin und die anderen schlafen. Beziehungsweise einer schläft. Was haben wir denn da? Okay, der ist auch im Netz eingebunden, oder? Ja, sehr gut. Waffenhändler. Wie gut kannst du sprechen? Nicht so gut. Und dann geh du einfach mal eben den Waffenhändler kontaktieren. Oh ja, sehr gut. Da kann ich diese ganzen komischen Knüppel hier. Weil die Stahlknüppel könnte ich ja zu Stahl einschmelzen. Auf der anderen Seite habe ich momentan echt genug davon. Ein bionisches Bein. Das wäre etwas, was ich sehr gerne hätte. Genauso wie sämtliche Medizin, die die besitzen. Aber ich glaube, das ist ein bisschen zu teuer für mich. Das verkaufe ich auch mal. Blasstermesser, na, behalte ich mal lieber. Der Brandgeschosswerfer, die Dinger mag ich eh nicht so gerne. Splittergranaten. Okay. Jetzt müsste ich theoretisch 2000 Geld bezahlen. Das kann ich leider nicht. Dann gucken wir mal, wie das aussieht, wenn ich nur... Naja, das sieht auch nicht so viel besser aus, ne? So viel Geld habe ich nicht.
So erstaunlich das auch sein mag. Ich kann aber auch leider nicht genug verkaufen, um so viel Geld zusammenzubekommen. Dann lassen wir das. Ja, dann nehme ich das Geld und dann passt das schon. Warte, der eine hat ja jetzt Medizin 6, dann kann er doch jetzt eigentlich Drogen bauen, oder? Also Medizin bauen. Ja, kann er. Keine Ahnung. Bis du X hast, würde ich sagen. Und dann 100. Ja, ich glaube, das passt. Gut. Ja, wir brauchen echt irgendwie so ein bisschen mehr Geld, glaube ich. Auf der anderen Seite brauche ich auch noch hier die Fliesen und dafür muss ich ja quasi auch direkt wieder Geld ausgeben. Naja. Und irgendwie hätte ich auch ganz gerne wieder einen männlichen Husky. Damit ich wieder meine Husky-Zucht aufnehmen kann. Auch wenn natürlich niemand wird Chips ersetzen können. Gut. Ach ja, fertig. Sehr gut. Dann darf er, glaube ich, jetzt erstmal nicht weiter forschen, sondern macht dann halt anderen Kram fertig. Und wir bauen dann mal... Ist die Frage, wo das drunter ist. Wahrscheinlich Produktion, oder? Da, Krematorium. Granitblöcke. Warum brauche ich unbedingt Granitblöcke? Ich glaube, hier auf der Karte gibt es keinen Granit. Ach so, ja, okay. Ich dachte schon, das wäre irgendwie zwangsweise. Aber wenn das mit Kalksteinblöcken geht, dann ist das in Ordnung. Gut. Dann bin ich mal gespannt, wie hier Stench unsere Basis weiterbaut. Denn theoretisch sollte er das jetzt tun, so, weil er ja jetzt mit Forschen fertig ist. Dass er dann hier so ein bisschen vielleicht den Boden macht und ja, das hier zu Ende. Ah, ich mache das lieber aus Sandstein. Wir haben da noch so viele Sandsteinblöcke in unserem Dings rumliegen. Was ist denn mit dir schon wieder? Warum bist du so unglücklich? Immer noch wegen seinem Vater? Okay, ja, gut. Ja, stimmt, den Tisch sollten wir vielleicht auch so langsam, aber sicher mal fertig kriegen. Ist das? Nee, der ist noch nicht fertig. Ist auch noch nicht fertig. Da liegt noch einfach so Holz in der Gegend rum, okay. Ja, irgendwer sollte wirklich mal die ganzen Sachen wieder nach Hause tragen. Warte, bereit zum Ernten. Dann machen wir das da. Keine Ahnung, warum das so merkwürdig ist beim... Wenn man da auf den Knopf drauf drückt. Bei dem anderen Knopf. Ja, soll unsere Landwirtschaftsfrau da mal einfach alles abhacken, was hier auf der Karte steht. Gut. Was gibt's sonst noch? Was machst du so? Und noch ein Waffenhändler. Das gucken wir uns auch noch mal eben an, was der so zu bieten hat. Auch jede Menge Medizin, die ich natürlich auch wieder gerne hätte, aber... Ja, ansonsten... Nee, ich glaube, das lassen wir lieber. Da baue ich lieber meine eigene Medizin. Das ist jetzt auch schon fertig.
Habe ich irgendwie gar nicht mitbekommen. Aber das ist auch sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Oh ja, das sollte vielleicht nicht hier rumstehen. Das darf auch da, glaube ich, in Outwood raus. Eigentlich wäre am besten. Lager Waste. Ja. Darf zu den ganzen Leichen. Gut, dann bin ich mal gespannt, was er heute denn so macht. Okay, er baut das Bad. Auch gut. Ach ja, ich brauche da ja noch ein bisschen das da. Eine Ratte. Psst. Wer ist denn da in der Nähe? Ja, geh du mal dahin. Gut. Eine tote Ratte. Ja, das sollte jetzt eigentlich so langsam echt mal reingetragen werden. Ich glaube, unser Hund ist komplett überlastet, was das angeht. Dann darf er mal einmal rund um Kartoffeln tragen. Ja, das ist alles in Ordnung. Nichts Schlimmes passiert. Ach, er betet. Okay. Beten ist auch in Ordnung. Wenn es ihm dann besser geht. Gut, jetzt sollten wir bald sobald das da fertig gebaut ist, ein laufendes Bad haben. Oder ein funktionierendes Bad. So, der... Obwohl, melken darf er auch, ja. Melken ist voll in Ordnung. Und dann gehst du noch einmal Kartoffeln sammeln. Gut. Ja, ich würde sagen, es sieht eigentlich immer noch echt gut aus, was wir uns hier gebaut haben. Mittlerweile nimmt es Dimensionen an, hier oben unser Riesenlager. Wir haben ein bisschen weiter geforscht und können jetzt endlich bald ein ordentliches Bad haben. Also, ja, es geht voran. Leider keinen weiteren Menschen für unsere Kolonie, aber vielleicht ist das auch erstmal ganz gut, bis wir unsere stetige Nahrungsversorgung dann gewährleistet haben. Aber ja, wir leben noch und ja, ich hoffe, nächste Folge wird das auch so weitergehen. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss!